So, und damit wieder ein recht herzliches Willkommen bei einer neuen Folge Outlast. In der letzten Folge, ja, haben wir uns verdünnisiert, weil die beiden Twins uns jetzt wieder jagen. Yay! Wir sind immer noch hier wunderbar auf dem Klo. Und, wir wissen jetzt nicht, ob sie uns jetzt wirklich verfolgen und wo wir hin müssen. Ziel, Folge der Blutspur. Ich gehe von aus, ich muss durch diesen Raum, wo die beiden Jungs gerade waren. Irgendwie da durch. Wir gehen jetzt mal wieder zurück. Ich hab doch gerade was gehört. Oder? Oh no. Ich hab doch gerade was gehört, oder? Nicht. Oh ne, hier war das mit der verschlossenen Tür. Seid ihr hier? Boys? Wir stecken uns mal ganz kurz hier. Wechseln die Batterie. Well, just for the case. Ist überhaupt nicht an, also ich bin gar nicht angespannt. Ich meine, wir haben die Twins lange nicht gesehen. So wie den Dingensbummens. Sind weg. Die Twins scheinen weg zu sein. Zumindest glaube ich das. Okay. Wir gehen jetzt erstmal hier ganz kurz, gehen wir hier mal ein paar Sachen ab. Wo bin ich hier? Gut. Wer redet da mit mir? Bitte lass mich da hochkommen. Ist hier wer? Hier redet doch irgendwer. Wer redet hier? Lass mich doch bitte einfach nur raus. Ich leg mein Beruf. Nein! Nein! Nimm die Cam, das ist ja eins. Ernsthaft? Boy, Alter. Ey, ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Ja, geil. Ja, geil. Ich sehe nichts. Neues hier, du brauchst ja einen Camcorder, um dich im Dunkeln zurechtzufinden. Ach was.
Ist doch jetzt nicht dein Ernst, dass ich jetzt da runterspringe, um dann wieder komplett da ganz nach unten zu gehen? Oh, nö, ey. Kann ich wenigstens irgendwo hier runterspringen? Natürlich nicht. Kann ich hier mich irgendwo fallen lassen? Natürlich nicht. Kann ich hier irgendwo rüberhüpfen? Kann ich hier irgendwo runter? Auch nicht. Kann mich einfach die Twins töten? Ich hab gerade keinen Bock mehr. Macht doch, was ihr wollt. Ganz ehrlich, ich sehe hier eh nicht mehr durch, wo ich hier gerade bin. Wo bin ich denn jetzt hier? Hallo? Kann ich jetzt hier auch irgendwo durch? Danke. Ja, und was jetzt? Achso, hier kann ich jetzt runter. Aha. Na, ist ja toll. Das heißt, ich muss denn hier anscheinend dann auch wieder hoch. Richtig? Richtig. Wobei ich hier wette, dass ich hier nicht hochkomme. Richtig. Gut. Ich würde sogar hochkommen. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. So, und hier soll jetzt irgendwo ein Camcorder von mir rumliegen, ja? Das ist ja... Das Spiel macht sehr viel Spaß. Auf einmal ist alles beleuchtet. Da vorne ist irgendwer lang gerannt. Und ich renne nie mehr zurück. Du Fixer! Alter, der hat mich jetzt gerade wieder gecatcht, ne? Dumme Sau. Boys. Du hier am Fenster? Und du liegst hier hinten? Wollen wir mit dir sprechen? Hallo. Du siehst aber nicht so gesund aus. So. Gibt's hier noch irgendwie was anderes? Hier geht's, glaube ich, beide. Hier auch. Hier ist so ein kleines Labyrinth, was man anscheinend so ein bisschen langlatschen muss. Und da scheint mein Camcorder zu sein. Ja, du kannst dich auch anschlecken, Alter. Mit euren Fickgeräuschen hier. Hallo, kannst du den scheiß Camcorder nehmen? Wow, jetzt ist der Camcorder kaputt. Euer Ernst? Hallo. So, lass uns doch mal gucken. Boys, von wo bin ich denn gekommen? Von hier gekommen? Oh ja, ich bin von hier gekommen. So, wir rennen jetzt einfach straight zurück von da, wo ich gekommen bin. Wenn die Cam mitmacht, den ganzen Spaß. So. Ja, damit habt ihr nicht gerechnet, wa? Freunde? Damit habt ihr nicht gerechnet. Dass ich so ein greater Typ bin. So ein geiler Typ. Wobei, was bringt mir das jetzt hier oben? Weil, wir wissen ja, wir sind hier abgestürzt. Das heißt, wir kommen ja hier nicht mehr hoch. Also klar, wir können es jetzt hier nochmal probieren. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt darüber springen können. Also wir können schon hier rüber springen. Das bitte was? Kann ich da vielleicht einfach so hochklettern? Ich finde es jetzt echt dumm, dass ich jetzt da oben nicht mehr hinkomme. Oder stelle ich mich einfach gerade nur blöd an? Kannst du dich jetzt nicht hier einfach festhalten und hochbleiben? Oder kannst du? Oh, geiler Typ, Alter. So, finde Vater Martin im Warum? Rennt der Typ durch die ganze Fickanstalt. Entschuldigung, wegen dem
Piepwort, aber ich verstehe ihn nicht. Ich raff nicht, dass der immer wieder sich irgendwo sagt, so, ja, ey, du folg mir. Bist ein nicer Dude. Folgst mir einfach. Aber nee, er bleibt ja nicht da, wo er sein soll. Bleibt er ja nicht stehen. So, jetzt habe ich bald keine Batterien mehr und ich weiß gar nicht, warum ich hier den Jump'n'Run-Action mache, weil ich muss ja wahrscheinlich eh hier runter. Hello? Hello. Only one way out. Only one way. Ja, ist okay. Zeigst du mir den Weg? Du, sei mir nicht böse. Einfach nur so. How do you know you're not a patient? Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Woher weiß ich, dass ich selber kein Patient bin? Und eigentlich nur denke, ich sei Journalist. Und möchte hier was enthüllen. Vielleicht ist es hier auch alles ein Hirngespinst? Meine Fantasy. Aber war da gerade der etwas nettere, korpulentere Kollege? Ich hoffe jetzt nicht. Ja, hallo? Hallo? Möchte ich das? Also wir gehen jetzt mal aus Gründen der Angst erstmal wieder zurück. Beziehungsweise vielleicht gehen wir auch einfach da. Na, da gehen wir gleich nochmal lang. Wir gehen jetzt erstmal hier zurück. Okay, hier können wir nicht weiter. Gut, dass wir zurückgegangen sind. Da vorne ist auf jeden Fall ein nicer Dude. Nicer Typ. Typ. Und wir gucken jetzt erstmal, ob wir hier noch irgendwas Tolles finden. Oh, hier ist ein Dokument. Komm, das Dokument ziehen wir uns noch rein. An K. Vigoland Murkoff Obluhl, an C. Eisner. Betrifft Patient William Hope. Hey Cindy, hatte eine weitere interessante Unterhaltung mit Billy heute Morgen. Er sagte, dass er erneut mit Dr. Wernicke über seine Therapie am Weißen Ort gesprochen hat. Ich bin beunruhigt. Das hat sich seine Ängste durch die Medikamente nur noch verschlimmert. Wird nur noch verschlimmert haben. Was aber nicht in der Beschreibung von Benzodiazepinen steht. Jedenfalls scheint ein toter Doktorfreund seinen Kopf mit noch mehr deutscher Folkloristik zu füllen. Anscheinend können nur vampirähnliche Falter den Wallrider töten, die von einem Dämon namens
Horrorxi ausgespuckt werden. Die Falter saugen den Atem von den Lippen der Menschen und trinken Blut aus ihren Brustwarzen. Alter, die mit ihren Brustwarzen. Sie können auch die Gestalt von abgemagerten, aufrecht laufenden Schweinen oder kranken Hunden annehmen. Das behauptet Billy jedenfalls. Du hast erzählt, dass Billy schon mal die Tattoos seiner Mutter erwähnt hat. Waren das zufällig Schmetterlinge? Wenn ich mich das nächste Mal außerhalb von Murkoffs Firewall befinde, werde ich online nachsehen, ob ich irgendwas davon in den deutschen Legenden finden kann oder ob sich Billy diesen ganzen Kram nur ausgedacht hat. Würde sehr gerne einmal die Notizen vergleichen. Gerne auch bei einem Glas Wein. Zwinker Smiley. Ist ganz schön einsam hier oben auf 2. Kurt. Ja, Kurt. Hier kommen wir zumindest nicht rein. Oder nicht raus. Ich will vergessen. Was habt ihr verkehrt? Hallo? Willst du hier mal wieder reinklettern? Danke. Okay. Gut. Also, jetzt haben wir natürlich noch ein Dokument gefunden, wo 2 Doktoren, weiß ich nicht, Pfleger, keine Ahnung, was sich da unterhalten haben. Der eine wollte die Cindy Nice Dice ein bisschen unbuggern. Mehr schlecht als recht. Und Olle Kurt. Ja. Es war sehr einsam. So. Irgendwie kommt mir das hier bekannt vor. Sind wir hier nicht schon mal gewesen? Wo uns der Dicke irgendwie da hinten runtergeschmissen hat? Ja. Und ja. Hier waren wir doch schon mal. War hier nicht der Typi drin gewesen, den wir, der uns so gewarnt hat? Ist noch ein Dokument. Übersetzung, Berlin, 6. September 1938, Herr Lohner und Dr. Matt Roach, oder Rogge. Ich verfüge über wichtige Neuigkeiten hinsichtlich der Arbeit von Dr. Rudolf Wernicke in der Entwicklung des morphogenetischen Antriebs, basierend auf den Theorien, die während seines kurzen, jedoch unglücklichen Umgangs mit Art Turing entstanden sind. Wenn ich es nicht selbst gesehen hätte, würde ich nicht glauben, dass es geschehen ist. Aber das Versprechen der Zellregeneration und der geleiteten Karzinomgenerierung hinaus bin ich davon überzeugt, dass Wernicke mit seiner Methode in die Geisterwelt vorgestoßen ist. Von der anderen Seite ist etwas herübergekommen. Ich habe persönlich eine Erscheinung wahrgenommen. Nur kurz, aber ohne Zweifel. Leiten Sie meine Nachricht mit einer Einladung zu weiteren Experimenten an Dieter Eckhart weiter. Ich zweifle nicht daran, dass die Führung selbst über unsere Entdeckung informiert werden sollte. Ich bin überzeugt, dass Dr. Wernickes Erfolg unsere Sache und Deutschland eine große Möglichkeit bietet und es genügend Gründe gibt, ihn von jeglicher Verfolgung fernzuhalten. Mit freundlichen Grüßen auch an Ihre Familie, Unterschrift unleserlich. Typisch Doktorenunterschriften. Die sind im Regelfall immer unleserlich. So, wollen wir mal gucken. Hier kommen wir bestimmt nicht raus. Was aber auch völlig in Ordnung ist, weil ich möchte jetzt einfach nur auf diese Anstalt hier verlassen. Komm. Lass. Ich weiß, dass wir von da gekommen sind. Ich möchte da einfach nur wieder zurück. Oh Mann. Hier ist ein Billardraum. Da geht's irgendwie runter. Oh nee, ey. Wie viel haben wir jetzt aufgenommen? Oh nee, ich glaube. Recent Hall. Kann ich nicht einfach da wieder rein? Ich möchte einfach, du, ganz ehrlich, durch
Hinten wieder rausgeklettert, über die Brüstung, ab ins Auto, mit einem fast leeren Tank und ab geht die Luzi. Einfach weg. Warum muss ich denn jetzt... Ich kann hier auch noch runter. Warum muss ich denn jetzt mir irgendeinen Film angucken, um irgendeine Karte zu bekommen? Hier war ich doch. Kann ich hier raus? Da ist doch die Tür, da ist doch das ist doch offen. Kann ich nicht eigentlich? Mal ganz blöd gesprochen, kann ich nicht eigentlich einfach da zurück und hier runterspringen? Kann ich nicht. Mann! Gut, dann gehen wir eben jetzt dahin, wo der Typ uns gerne haben möchte. Eigentlich gar keine Lust, da runterzugehen. Da geht's wieder hoch. Da geht's in einen anderen Raum. Und wir beenden die heutige Folge. Ich hoffe, ihr hattet heute mal wieder sehr viel Spaß bei der Folge. Wir sind ein ganzes Stück weitergekommen. Wir dürften, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, eventuell sogar kurz vorm Ende stehen. Das heißt, vielleicht ist die nächste Folge schon die letzte Folge. Vielleicht aber auch nicht. Lasst uns einfach mal überraschen, was jetzt dann in der nächsten Folge noch passiert. Ansonsten schaltet wieder ein, wenn es heißt Outlast, und lasst ein Like da, lasst einen Kommentar und wenn ihr Bock habt, abonniert den Channel. Bis dahin sage ich erstmal reingehauen.